Ja, genau, ist melonische Stimme das richtige Wort? Oh Gott. Ja, fünf Mithril, geil. Nein, nein, sollst du nicht. Verdammt. Zu viel. Ja, Story ist, ja gut, die Story ist ja hier, ne? Die Story ist ja noch, weitere Digimons in die Stadt holen. Und naja. Es sei denn, du meinst die Story von Rosemon und Leomon und den Veggie- und Fleischtruppen, die sich jetzt gegenseitig bekämpfen. Und wir sollten, glaube ich, Shiny Greymon suchen, auch wenn ich gerade gar keine Erinnerung habe, wer Shiny Greymon ist. Ich glaube, das war dieses rote Digimon mit den roten Sachen an dem Körper. Ja, ich glaube, dieses rote Greymon-Ding. Glaube ich. Ich glaube, das war's. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Man hat es vielleicht gehört, aber das kann mal weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Wir sortieren erstmal ganz kurz aus. Bestes Fleisch. Kann auch gleich erstmal alles weg. Das kann wieder rüber. Wir wollen jetzt ja nicht trainieren. Stingmon. Ja, wir müssen immer noch gucken, wo wir das. Wer wollte das nochmal haben? Mega Kabuterimon. Müssen wir immer noch mal gucken, wo wir das finden. Wird bestimmt auch irgendwann nochmal auftauchen. So. Ausrüstungsladen. Erstmal ganz wichtig, das hier. Bevor unser Zelt nochmal kaputt geht. Zelt reparieren, bitte. So. Das ist mir ein bisschen angenehmer. Und den Rest verticken wir jetzt. Damit wir auch wieder Kohle zusammen haben. Ach ja, die Leiter hätte ich ja auch noch. Na, egal. Bestes Fleisch kann auch weg. Ah, das gibt so schön viel Geld. Ich weiß noch nicht mal, wer Geo Greymon ist. Hatte Shiny Greymon nicht so eine rote Waffe? Ich meine, der hatte eine rote Waffe gehabt. Es müsste fertig sein. Ja. Wollte ich nur mal ganz schnell fertig machen. Wir gehen gleich los. Wir gehen gleich los. Wir gehen definitiv gleich los. Beziehungsweise fliegen, weil ich bin schon so faul geworden. Ich nutze jetzt immer die Schnellreise, habe ich das Gefühl. Aber Geo Greymon sagt mir gar nichts. Für Stingmon mussten wir noch ein paar Bauarbeiter, möchte ich nochmal zurück. Und dann, es geht gleich los. Es geht gleich los. Kurz mal reingucken. Sonst können wir gar nichts. Digi-Götterholz brauchen wir als nächstes. Okay. Wir können sonst echt nichts mehr ausbauen. Echt? Ich dachte, war es ein Feuerschwert? Wirklich? War es ein Feuerschwert gewesen? Hatte der keine Pistole? Ein Gewehr oder so? Okay, ich habe wirklich keine Ahnung mehr von den Digimon. Das ist schon ein bisschen bitter. So, wir wollen in die Hyginio-Einöde und mit Ogremon. Ja, Ogremon wollten wir reden. Ich bin gespannt auch auf die Echse zwischen den beiden. Das sollte ja, glaube ich. Okay, gather up. Achso, war das Rice? Oh Gott, so viele. Warum gibt es eigentlich so viele Greymons? Wer saß denn da und hat gesagt, wir machen jetzt einfach ein paar. Habt ihr ein paar Ideen für neue Digimons? Ja, wir machen einfach Greymon und malen ihn an. Das gibt's doch gar nicht. Das sind noch keine Ideen. Wie viele Greymons gibt es? Genauso wie, ich glaube, Garurumons gibt es auch so viele. Warum genau von den beiden? Warum gibt es nicht so viele Togemons? Metall-Togemon. Okay, dann war das wirklich Rice Greymon. Klingt sehr, sehr chinesisch, der Rice Greymon. Also, weiß nicht. Schießt er mit Reiskörner? Hat er eine Reispistole? Voll süß. So, mehr fällt mir auch nicht mit Reis ein, aber das kann man ja mal sagen. Ogremon. Oho, du bist es, der Grünschnabe, der sich bei Leomon eingeschleimt hat und jetzt hier rumhängt. Wie war das? Du willst wissen, wo Shiny Greymon ist? Mach dich nicht lächerlich. Ich weiß das nur, weil ich die Position der Fleischtruppe verraten habe, um meine Rivalen Leomon auszutricksen. Und du willst, dass ich diese Information an Leomons Handlanger weitergebe? Oder willst du mich etwa dazu zwingen? Naja, ich gebe auf. Wir müssen ihn besiegen, weil er Leomon verraten hat.
Du bist wohl ganz hart. Du glaubst, du kannst mich schlagen? Du wirst es bereuen. Ja, aber ist doch doof, wenn es immer nur... So. Och, den kriegen wir locker down. Der ist jetzt wirklich gar keine... Der ist gar keine Herausforderung für uns. Schön. Naja, das beste Digimon. Ich finde... Boah, Greymon ist so ein typisches Digimon, was jeder haben will. Rust Tyrannomon, das ist ein Digimon, das ist cool. Aber auch erstmal, hallo Scary Me. Aua, 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 ich geb auf. Kampf vorbei, ich verrate dir, wo Shiny Greymon ist. Geh zum Generatorgefängnis, sie verwenden ihn dort wohl als eine Art Energiequelle? Mann, ich glaube nicht, dass ich dir das verraten habe. Nun werde ich es in der Fleischtruppe zu gar nichts mehr bringen. Du bist ganz schön hart und sicher vielversprechend. Also gut, wir sollten uns von jetzt an vertragen. Ogremon hat sich der Stadt angeschlossen. Schön, ein Verräter. Toll. Naja, warum nicht? So, es ist im Generatorgefängnis. Ich glaube, das haben wir sogar schon gesehen, wenn wir nicht gleich rausgeschmissen worden sind. Ich glaube, das hatten wir sogar schon mal gesehen. Da ganz hinten in einer dieser Röhren oder was das war. Gucken wir natürlich gleich hin. Geschwind, möchte ich sagen. Waha. Dynasmon sagt Waha. Der alte Gangster. So, Vegimon. Komm mal her. Ich mach dich platt, oder? Na, ich wollte gerade noch ausweichen, weil ich hatte doch keine noch. Ja gut, Belzemon ist natürlich auch wieder. Den wollten wir auch noch immer mal haben, ne? Warum haben wir den eigentlich noch nicht? Wirklich, warum haben wir den noch nicht? Welches Digimon wollten wir denn ursprünglich mal zu Belzemon machen? Das war, glaube ich, ganz am Anfang, oder? Ich glaube, das ist schon ein bisschen her, wo wir Belzemon machen wollten. Aber das wollten wir immer noch mal haben. Ich glaube, das mache ich das nächste Mal. Oh, schön. Loben. Am besten noch anfeuern. Ja, sie feuern sich an. Ihr Digi-Freund und alles. Wie sieht's aus bei euch? Ready? 83 und 84, ja, für eine Echse langt's noch nicht, aber wir sind so stark, wir brauchen keine Echse. So, das Generatorgefängnis, achso, Materialien, ja klar, hier. Das Generatorgefängnis war, glaube ich, hier hinten gewesen. Hey, das Togemon. Ja, ich glaube, das nächste Mega-Digimon will ich wirklich einen Belzemon haben. Ich habe den total verplant. Ich gebe es zu. Generatorgefängnis. Da vorne ist das, glaube ich, drinne. Okay, das kenne ich wirklich nicht. Wenn es das da vorne ist, dann kenne ich es wirklich nicht. Ich bin Woodmon. Ich habe das Sagen im Generatorgefängnis. Ich kann niemanden ohne Lady Rosemonds Erlaubnis passieren lassen. Verschwinde sofort von hier. Okay, wir dürfen da nicht rein. Es steht schon hier, Bruno schreibt schon, ja, wir müssen wohl erst zu Leomon. Gut, schade. Kannst ja nicht mitrechnen. Huch, Entschuldigung. Black War, stimmt, ich glaube Black Wargwolmon wollte ich zu Belzemon machen. Sollten wir uns vielleicht mal wieder eins machen, wa? So, schön verprügeln, das alte Ding da. Ja, ein Woodmon, ob ich Angst vor einem Woodmon habe. Das ist ein Woodmon, das tut einem nichts. Das ist viel zu süß dafür. Na gut, es ist ein Baumstumpf. Also so süß wie ein Baumstumpf halt nur mal sein kann, ist halt Woodmon süß. Da kann man dann immer, ist Ansicht des Betrachters. Ich meine, es ist immerhin Baumstumpfen. Zinke Ionenwasser, oh, das ist gut, das kann man sogar gebrauchen. Soweit ich weiß, brauchen wir das sogar. Schön. Gut, dass wir das gemacht haben. So, dann wuseln wir jetzt erstmal wieder zurück. Stirb, Vegimon! Ab und zu mal ein bisschen kämpfen. Einfach, weil es jetzt voll actionreich ist und so. Es hat aber jetzt Vorteile, dass wir ein Feuer-Digimon haben. Muss ich sagen. Hat schon ein bisschen Vorteile bekommen. Ein bisschen Lagerfeuer. Ja, so kann man es natürlich auch sehen.
laufen wir jetzt erstmal zurück nach Leomon. Oh, die ganze Runde wieder zurück. Dann werden wir bestimmt auch wieder von dieser Veggie-Truppe angegriffen, oder? Boah. Furchtbar. Naja, da wir jetzt sowieso gleich angegriffen werden, brauche ich jetzt mich nicht um irgendeinen Kampf scheren. Vorsicht, Vorsicht, muss hier durch. Oh, wir passen sogar überall durch. So, jetzt wird er sowieso erstmal wieder angegriffen. Kennen wir ja alles. Du willst durch, nur zu. Hm, oh nein. Ein ganz überraschender Angriff. Oh nein, oh Mann. Die müssen uns doch von Weitem sehen, dass wir da sind. Warum greifen die immer wieder an? Das ergibt keinen Sinn. Okay. Das ergibt gar keinen Sinn. Nice and calm. Yeah. You did it. Abgefackelt, das Woodmon. Okay. Yeah. You're doing it. Nice. Machen ganz schön Schaden, ne? 5700 ist irgendwie ganz schön gut, oder nicht? Kommt mir das nur so vor, oder ist das echt gut? Was? Schon, oh, schon geschafft. Ich wollte eigentlich eine Ultra-Digitation hier sehen. Kriegen wir da ein bisschen Kohle. Und wir haben sie mal wieder besiegt. Die könnten auch mal mit Stärkeren ankommen. Was weiß ich mit ein... Lilymon und ein Rosemon, oder? Ja gut, Rosemon ist ja deren Anführer. Ja. Sie könnten mit ein... Ich kenne keine weiteren Pflanzen-Digimon. Cherrymon kenne ich noch. Puppetmon könnten die natürlich auch nehmen. Ist ja auch eine Art Holz-Digimon, auch eine Art vegetarisches Digimon. So, die ganzen Pilze lasse ich einfach mal liegen, weil ich finde, das lohnt nicht. Es lohnt nicht, das alles mitzunehmen. Aber das Material hier lohnt garantiert. Naja, ein bisschen gelohnt. Leomon. Oh, du weißt nun, wo sie Shiny Greymon gefangen halten? Du hast erklärt, was du von Ogremon erfahren hast. Was? Shiny Greymon ist im Generatorgefängnis und wird als eine Art Energiequelle ausgebeutet? Es stimmt, dass Shiny Greymon eine große Menge Solarenergie in seinem Körper speichert. Aber was hat die Veggie-Truppe nur damit vor? Puh, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Aber wir dürfen nicht erst warten, bis sie zuschlagen. Bitte geh zum Generatorgefängnis und befreie Shiny Greymon. Der Ort dürfte schwer bewacht werden. Du solltest dich beeilen, aber sieh trotzdem zu, dass du gut vorbereitet bist. Ja gut, ja, hätten wir das mal eher gemacht, wa? Hätten wir das mal eher gemacht, als wir zu Leomon gegangen sind. Da sind wir wieder übermütig... Ja, dahin gegangen. Ich nehme den jetzt mit. Ich weiß nicht, wie gut wir Unglückspilze verkaufen konnten. So, erstmal was trinken. Ah, toll. Tee, Wahnsinn. Ich kann mich kaum halten vor Begeisterung. Und wieder zurück. Oh. Gibt es nicht ein Digimon, auf das wir reiten können oder so? Irgendwas weiß ich nicht. Gibt es so? Ich glaube nicht, nein. Ich glaube nicht, dass es sowas gibt, aber es wäre cool, wenn es sowas geben würde. Ich weiß nicht, wir setzen uns jetzt einfach bei Dynasmon hinten ruf und der fliegt uns rüber oder so. Das ist doch eigentlich das Einfachste. Ist doch groß und stark, oder nicht? Wo wollt ihr. Was? Ja, ihr sollt Toiletten essen. Freut euch drüber. Viel essen wollten sie jetzt nicht, schade. Ich hätte gerne noch, dass sie eigentlich eine Echse machen können. Sonst fühle ich mich immer so unsicher, wenn ich nicht als letzten Ausweg eine Echse machen kann. In meiner grenzenlosen Panik, wenn das plötzlich doch völlig overpoweredes Digimon ist. Zum Beispiel das Woodmon, gegen das wir jetzt bestimmt kämpfen müssen. Das reißt uns bestimmt auseinander. Das macht uns fertig. Ich wette mit euch. Das ist bestimmt ein Over-Woodmon oder so. Ich habe keine Ahnung. So, wir behalten unser MP und unsere HP. Wir wollen jetzt hier nicht kämpfen. Wir wollen keinen Streit anfangen. Ich meine jetzt die Veggie-Truppe. Und dann bin ich gespannt, wenn wir wirklich irgendwann gegen Rosemon kämpfen müssen. Was wir ja garantiert irgendwann machen müssen.
Und so wie ich es verstanden habe, auch noch gegen Leomon. Müssen wir gegen Leomon? Müssen wir gegen Leomon auch irgendwann kämpfen? Nein, der macht nicht Kleinholz aus mir. Umgekehrt. Alter, ich mach den jetzt richtig fertig. Der wird sich wundern. Alter, komm her, du Stück Holz. Hey. Stück Holz, Alter. Deine Mutter war eine Borke. Ich bin Wuttmann. Ich hab das Sagen im... Ja, ja. Was? Du willst, dass ich Shiny Greymons freilasse? Woher? Moment. Was genau weißt du denn alles? Dass wir den Rosenpalast Laser mit der... Dass wir den Rosenpalast Laser mit der Solarenergie abfeuern wollen, die wir Shiny Greymon gestohlen haben? Dass wir die Digimon der Fleischtruppe und die Ohio-Einöde vernichten wollen? Das weißt du alles? Ich tue einfach so, als hätte ich das jetzt nicht gehört. Du hast mir gerade alles erzählt. Geht's dir gut? Ich mach mal das Letzte. Na dann verschwinde sofort von hier. Ah, okay, gut. Ja, na gut. Na gut, schade, ich dachte, das wäre dann wieder... Du hast mir gerade erzählt. Also du kennst jetzt unser Geheimnis. Ich kann dich nun auf keinen Fall gehen lassen. Ach, deswegen hat er das gemacht. Er wollte nur kämpfen. Alter, das wird jetzt ein Kampf. Och nö, das ist nicht gruselig. Das ist ja easy. Der macht auch nicht viel Schaden, denn nein, okay, es ist wirklich easy. Das kommt, weil wir wirklich schon so stark sind. Und wir haben Feuer-Digimon dabei, das ist natürlich auch schon ein bisschen vorteilhaft. Schön, fackel ihn ab. Brenne, du Schwein. Ja, du Holz, du. Na gut, Speziellmorm, Lindwurm-Odem. Ah, Lindwurm-Odem, natürlich. Ich glaube, der brennt jetzt. Oh, süß. Hübsch. Ja, das war easy. Das war einfach gewesen. Moment mal, sag es nicht, dass du den großen Plan hinter allem kennst. Dass wir Rosemon überreden wollen, die Ohio-Einöde niederzubrennen, damit wir das Land urbar machen können. Myotismons Knochenresort. Hä? In diesem Fall kann ich nicht hierbleiben. Leb wohl. Okay, das verwirrte kleine Wuttmon ist jetzt in die Stadt gezogen. Ist toll. Den kenne ich nicht. Den habe ich noch nie gesehen und der sieht scheiße aus. Das tut mir wirklich leid, aber Shiny Greymon sieht ja furchtbar aus. Was ist denn das für ein Digimon? Jetzt mal wirklich. Das sieht ja... Das ist ja... Was bist du denn für ein hässliches Digimon? Oh, hey, hast du mich gerettet? Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich bin dir so dankbar. Warum bist du überhaupt gekommen? Um mich zu retten? Case hat die Situation erklärt. Ich verstehe. Während meiner Gefangenschaft wurde die Ohio-Einöde also von diesem Schicksal heimgesucht. Mein Körper. Etwas stimmt nicht. Ich habe keine Energie mehr. Ich habe eine Leiterzitrone dabei. Hilft die? Offenbar hat dieses Gerät während meiner Gefangenschaft meine Solarenergie abgezapft. Nun wird mir einiges klar. Diese Veggie-Truppler wollen mit meiner Energie einen Laser abfeuern. Nicht mehr lange und sie werden diese Kanone abfeuern. Kannst du zu Leomon zurückkehren und ihn um Rat fragen? Meine geliebte Ohio-Einöde ist in Gefahr. Ich werde ja an deiner Seite kämpfen, aber ich wäre dir nur im Weg. Tut mir leid, du hast mich ja gerade erst gerettet. Aber nur mit deiner Macht haben wir wieder Chance auf Frieden. Okay. Das hässliche... Ja, wie Sandy schon schreibt, die Stacheln da am Knie, das ist... Wer hat sich das denn überlegt? Das war doch garantiert so ein Wuttmon, der das Ding gezeichnet hat, oder? Das war hundertprozentig ein Wuttmon. Schlimm heutzutage, die Digimon. Nennen seinen komischen Kranz da hinten am... Nee, das ist jetzt echt kein hübsches Digimon. Es tut mir leid für alle, die ein Fan von diesen Digimon sind, aber... Nein, wirklich nicht, nein. Echt, wir werden nicht irgendwie aufgehalten, angegriffen oder sonst irgendwas? Schön, ja, warum nicht? Fünfte Stachel brauche ich dann ja bei Digimon gar nicht gucken, weil das Digimon vorkommt. Ist ja furchtbar. Das kann ja ins Auge gehen, wenn du dir da das Knie rein... Das ist ja furchtbar. Waha! Ja, irgendwie machen unsere Digimon... Im
Was? Wie etwas? Angemon, was meinst du? Was meinst du genau, Angemon? Das musst du näher erläutern. Aber nicht hier. Das wäre ja unflätig. Eine Bitternuss brauchen wir nicht. Aber schön, dass wir sie bekommen haben.